Manchmal ist es aber so. Mein Joint in ein Spiel sein. Nein, ich habe mich selbst Selbstmord begangen! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Call of Duty Advanced Warfare hier auf meinem Kanal. Und John auf meinem Kanal. Start. Genau. Er sagt auf meinem Kanal, auf unseren Kanälen, ja, Alter. Ja, aber das stimmt. Du musst sagen, ja, auf meinem Kanal. Nein, auf meinem Kanal. Okay, auf unseren Kanälen willkommen. Und heute spielen wir Abschluss bestätigt. Ja. Habe wie du es auch bestätigt. Richtig geil, bestätigt. Okay, Spaß. Kennst du das, wenn diese scheiß neue Objekte da oben nicht weggehen? Ja. Das ist super scheiße. Ich weiß auch nicht warum, weil man guckt die sich an und die Objekte gehen nicht weg. Das ist ein Bug, glaube ich, noch. Ja, das kann sein. Ja. Heute nehmen wir alle. Heute spielen wir wieder. Abschluss bestätigt, Freunde. Ja. Ich finde übrigens Sturmgewehr am besten, so MPs finde ich nicht so gut. Ich finde die übel schwach. Ja, ja, MPs sind auch echt schwach. Sehr, sehr schwach. Zur Abwechslung werde ich die AEX mal benutzen. Nicht diese, ich konnte noch nicht die Klasse einstellen, aber die werde ich noch benutzen. Wir spielen heute auf Recovery, Abschluss bestätigt. Wie das Ganze funktioniert, und zwar ihr tötet einen und ihr hebt den Tag auf. Jeder Tote lässt einen Tag fallen, den müsst ihr aufheben und dann gibt es einen Punkt. Kills machen, spielen hier nur was zur Rolle, weil ihr diese Tags dann aufheben könnt. Da aber Kills sind nicht so wichtig wie das Aufheben. Ja, ihr könnt, ihr müsst nicht. Jeden einzelnen Tag hebt man nicht auf, weil man sonst sterben könnte, wenn man jeden einzelnen Tag aufhebt. Aber ich werde trotzdem mein Bestes versuchen, genauso wie Giorgio. Ja, ja, Giorgio, wie geht's dir heute? Mir geht's ganz gut, Alter. Und ich hoffe, dass es diesmal besser läuft als im letzten Part, weil, Freunde, da bin ich ja wieder mal übel am Ragen gewesen. Das ist ja auch das Problem. Ich bin ja auch ein kleiner Rager in Call of Duty. Ja, ich glaube, das habt ihr mittlerweile schon gemerkt. Gerade in Live-Gameplays oder wenn ich damals gelivestreamt habe, Freunde. Kann das auch sehr oft vor, dass der Giorgio mal wieder ausrastet. Ja, der Giorgio raged immer. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich hasse es zu messern. Motherfucker. Ich messer nie eigentlich. Vielleicht sollte ich mir das auch angewöhnen, aber... So, das war der Tag, den ihr... Also, ich erkläre das nur für Leute. Oh, Baby. Oh, da unten. Genau, ich brauche 2 Kugeln, damit ich tot bin. Das ergibt Sinn, Alter. Scheiße. Dieses Spiel ist sehr, sehr, ja. Man muss sehr schnell reagieren, einfach nur. Und man stirbt auch ziemlich relativ schnell. Ja, doch. Es geht eigentlich, ne? Also es ist schon eine gute Mischung. Ja, ist eine gute Mischung. Nein, ich hab ihn gehört. Du hast ja gesagt, man kann die Exoskelette hören, ne? Ja. Aber was bringt es dann, wenn man die Schritte nicht hört? Also ist das irgendwie ein Vorteil? Ja, du hörst ja die Exoskelette und dadurch weißt du ja, ob er bei dir in der Nähe ist. Ich höre ja momentan gar keinen Game-Sound. Werde jetzt bald ein neues Headset bekommen, Freunde. Und dann geht das bei mir auch richtig ab. Ich spiele momentan ohne kompletten Game-Sound. Ohne alles, Alter. Okay. Problematisch. Aber, wie gesagt, jetzt bald habe ich ein Headset und dann höre ich die Scheißwichser alle überall. Ja. Das ist auch nice. Genau, das ist, noch eine Sache zu erwähnen, und zwar diese blauen Tags. Das sind unsere. Das sind unsere. Die kann man aufheben natürlich. Also sorry, aber ach, manchmal. Ha, oh Mann! Wow, so. Das ist nice. Ja, Abschluss bestätigt. Damals habe ich es auch übel gern gespielt. Ja, das ist richtig gut. Ich spiele es aber immer noch gerne eigentlich so. Weil Abschluss bestätigt ist so ein verlängertes Team Deathmatch, habe ich das Gefühl, weißt du? Ja. Und Team Deathmatch ist mir immer ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Übrigens kann es sein, dass wir nicht mehr in Spiele reinjoinen. Also. Ja, das kommt mir auch irgendwie so vor, jetzt wo du sagst. Das wäre ein Traum, Digga. Abschluss bestätigt. Weil, guck mal, weißt du, das Problem ist? Ein paar Leute wollen ja auch die Spiele gewinnen. Manchmal ist es aber so. Mein Joint in ein Spiel sein. Nein, ich hab mich Selbstmord begangen! Ich hab Selbstmord begangen, Digga. Echt? Ja. Oh, shit. Ach, ich bin grad nicht concentrated, Alter. Ich kann mir ja, grad ich weiß, gar nichts reißen. Ich weiß, du meinst. War gestern ja bei mir auch so. Och, ich mach auf jeden Fall nach dem Part machen wir auch erstmal eine Pause, Freunde. Also, ja. Ich werde dann heute erstmal gechillen, Alter. Ja, das ist halt immer so, wenn man ein paar Parts aufnimmt, dann ist man halt nicht mehr so konzentriert, aber
Aber, Freunde, es ist ja nicht so schlimm. Oh mein Gott. Hier, guck mal, das ist so... Mich fuckt es so ab, nicht zu wissen, wo die scheiß Gegner sind. Wow, das war knapp. Ich liebe dieses Game einfach. Ich weiß, ja, du weißt nicht, wo die Gegner sind. Das Problem habe ich immer noch. Aber ja, zum Beispiel, ich kill einen und werde immer getötet. Immer danach. Und wir sind am Verlieren. Aber ich glaube, das liegt daran, weil wir Tags nicht aufheben. Ja, es liegt. Nee, Alter. Nee, ich raste gleich richtig aus. Ja, es ist halt bei mir komplett vorbei. Aber ich wusste das, Alter. Ich wusste das, dass natürlich auch Tage kommen, wo ich nicht so gut bin. Und dann raste ich wieder aus, Alter. Weil ich will natürlich auch der Community zeigen, dass ich nicht schlecht bin. Aber ja, es ist einfach so. Jeder hat mal seine schlechten Tage. Ja, ganz einfach. Es ist einfach so, Freunde. Man kann nicht immer richtig krass spielen. Das geht einfach nicht. Guckt euch Livestreams an und die Leute da sind, gehen auch manche negativ so. Es ist ja auch schade, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Ich glaube, das ist auch nur in Deutschland so. Was denn? Ja, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Ja, ja. So, in den anderen Communities, Alter, ist das nicht so. Ja. Mein Aiming ist ziemlich gut hier, muss ich sagen. Also mein Aiming, ich habe ziemlich gutes Aiming hier. Ich weiß nicht wieso. Aber das liegt an meiner niedrigen Empfindlichkeit. Also das Problem ist, wenn ihr eine niedrige Empfindlichkeit nimmt, dann könnt ihr Gegner auf der Distanz besser treffen, und das ist wichtig. Jetzt hat der Gegner einen... Oh Mann. Wie bekommt er denn diese Scheiße? Das nervt mich gerade, weil... Oh shit, da hinten. LOL. Oh nein, wir haben verloren. Scheiße. Wir haben verloren. Nee, wir haben so verloren. Schlimm. Ja. Wir sind Loser. 19-12, ja. Freunde. Nee, wir müssen jetzt auch auf jeden Fall... Das ist jetzt... Gerade bin ich mad, Freunde. Das ist wie bei LOL. Wenn man mad ist, hat man... Da spielt man schlechter, Alter. Ja, so ist es aber auch. Ja. Ja, auf jeden Fall, Freunde. 28-3 wollte ich noch sagen. 28-13, ja. Nicht 28-3. 3-3, da stand keine 1 davor. Was für ein Level bist du? Ich bin 13. Oh, du bist 9. Okay. Ja. Okay, alles klar. Gut, okay. Freunde, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn wir uns natürlich drüber freuen. Und ab dem nächsten Part werden wir definitiv Kommentare vorlesen, wenn wir irgendwie im Ladescreen sind oder das nächste Spiel beginnt. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, und kommt davon, ob wir noch aufnehmen werden heute, aber das sagen wir euch noch. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao!